Also ganz großes Thema, wir haben es auch eben gehört von David Herrmann-Meng, war natürlich gestern der Nationale Sicherheitsrat. Und so konnte man sich nicht wirklich einigen mit dem Bundeskanzler oder eigentlich den Vorschlägen von der ÖVP, unter anderem Messenger-Überwachung, das ist eher abgeblitzt. Was sagst du denn dazu? Mir schließt sich der Sinn und Zweck dieser Übung Nationaler Sicherheitsrat nicht. Wichtig wäre es, eine Sondersitzung des österreichischen Nationalrates einzuberufen mit einem Punkt auf der Tagesordnung. Null Zuwanderung aus islamischen Staaten. Ganz einfach. Noch einmal, die Anschlagsgefahr, die größeren Anschläge auf dem europäischen Kontinent der letzten 20 Jahre haben einen eindeutig, nicht ideologisch, sondern in dem Fall einen religiös-extremistischen Ursprung. Ich erinnere an den Breitscheidplatz in Berlin, ich erinnere an Köln, ich erinnere an Nizza, ich erinnere an Wien mit 4 Toten. Und daher kann es nur sein, dass wir das Risiko einer weiteren Zuwanderung, einer massenhaften Zuwanderung aus der islamischen Welt auf uns nicht mehr nehmen können, weil die Kollateralschäden dafür in Wahrheit zu hoch sind. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist Nationalratssitzung mit einem Gesetzesbeschluss. Ja, das österreichische NS-Verbotsgesetz wird ausgeweitet um Linksextremismus und um Islamismus. Dann haben wir nämlich alle die Banditen in einem Topf, nämlich die Rechtsextremen und Neonazis. Die Linksextremen, Antifa-Stichwort, ist auch eine kriminelle Vereinigung, bis hin zu den ganzen Palästinenser-Verstehern und machen ein Islamismusgesetz und verbieten diesen Wahnsinn. Und jeder, der sich daran nicht hält und nicht österreichischer Staatsbürger ist, wird halt ausgewiesen. Ganz einfach. Und der dritte Punkt ist, und das kann das Innenministerium auch ohne Nationalen Sicherheitsrat, all jene, die hier keine Staatsbürgerschaft haben und deren Aufenthaltstitel ungeregelt ist, einfach sofort abzuschieben. Dann schieben wir am heutigen Tag einige Tausend ab und morgen noch einmal 10.000 und übermorgen noch einmal 20.000 und damit ist einmal eine Ruhe. Der Staat hat die Verantwortung und die Politik hat die Verantwortung, für Recht und Ordnung zu sorgen, sich den Respekt wieder zurückzuerobern. Wir leben ja mittlerweile in einer Zeit der Anarchie. Ich blicke nach Wien, Clankriege und nicht die Polizei regelt die Clankriege, sondern die Clans untereinander machen eine Vereinbarung, dass sie in Zukunft nicht mehr Krieg führen. Also die Frage ist, wer ist jetzt der Herr des Gesetzes, der Rechtsstaat oder mittlerweile die Clans? Lieber Gerald, Christian Stocker meldet sich heute zu Wort, weil dennoch die ÖVP soll irgendwie sehr enttäuscht sein und sagt jetzt, na gut, anscheinend sind die Einheitsparteien, wie Sie sie bezeichnen, Kickl, Sadic und Babler, gegen eine Terrorbekämpfung, weil sie gestern gegen die Vorschläge waren. Was sagst du dazu? Die Österreichische Volkspartei stellt seit dem 2. Februar 2020 mit einer kurzen Unterbrechung von 16 Monaten den österreichischen Innenminister Prokop, Strasser, Schüssel, Blatter, Kahner, Nehammer, eine ganze Legion von Innenministern. Ich frage mich, was haben die für einen Beruf geschwänzt? Da haben die die letzten 25 Jahre geschlafen, als Hunderttausende in das Land hereingesickert sind. Waren sie auf irgendwelchen Bauernbundveranstaltungen und haben sie die Mistgabeln gewetzt oder haben sie illegale Parteispenden angenommen? Also was hat diese ÖVP getan, um die Gefahr von Österreich fernzuhalten? Und da gibt es leider Gottes eine ganz schlechte Nachricht für die österreichische Volkspartei. Nichts, ganz im Gegenteil. Die Scheinskonservativen erster Punkt. Zweiter Punkt. Die österreichischen Sicherheitsgesetze sind aus meiner Ansicht nach noch nach 9-11 beschlossen, in den anfänglichen 2000er Jahren streng genug. Man muss sie halt nur anwenden. Das ist halt auch seine Frage. Und der dritte Punkt, ich möchte ausgerechnet der österreichischen Volkspartei, die von Grundrechte weder von Hören noch von Sagen kennt, nicht in die Hand geben, ohne richterlichen Beschluss in mein Handy hineinzublicken. Ich meine, ich habe nichts zu verbergen, im Gegensatz zu Sebastian Kurz und Thomas Schmidt, aber trotzdem, meine private Konversation geht den Herrn Stocker einen Scheißdreck an. Ja? So, und dieser Herr Stocker soll sich einmal überlegen, was die stringente Linie der ÖVP ist. Ist sie für Ermittlungsmethoden? Dann muss sie auch zur Kenntnis nehmen, dass die Chats von Herrn Kurz und von Herrn Schmidt öffentlich geworden, oder ist sie nur für Ermittlungsmethoden für Islamisten? Also auch diese Doppelzüngigkeit gehört einmal seitens der ÖVP aufgeklärt. In Wahrheit, der Terroranschlag in Wien aus Allerheiligen, aller Seelen 2020 und die Terrorgefahr nun rund um das Taylor Swift-Konzert ist ja das Ergebnis der ÖVP-Sicherheitspolitik. Diese Partei hat abgedankt. Was ja spannend war, ist eigentlich, dass bei den ersten Pressekonferenzen, wie man sich dann geäußert hat, auch der Gerhard Kahner eigentlich Herbert Kickl so beschmutzt hat, kann man sagen, und auf einmal ihn ins Spiel gebracht hat, oder? Wie hast du das Ganze erlebt? Das war ja auch irgendwie spannend. Einen Menschen, der Funktionär des Engelbert-Dollfuß-Vereins in Niederösterreich war, den kann ich grundsätzlich nicht ernst nehmen.
Seine antisemitischen Rüpse sind im Übrigen auch systempermanent. Das heißt, zum Herrn Kahner möchte ich mich gar nicht mehr äußern. In jedem anderen Staat wäre ein solcher Typus wie Herr Kahner nach der Megablamage von voriger Woche, Stichwort Taylor Swift-Konzert, hochrangig vom Bundespräsidenten aus seinem Amt entfernt worden. Wir haben leider Gottes es gerade bei der Österreichischen Volkspartei, und ich bin kein Freund der Grünen, aber mit einer sehr unprofessionellen Hundstruppe von Verlegenheitspostenbesetzungen zu tun. Und wir sehen, dass hier nicht die Qualifikation sticht, sondern in Wahrheit das Bundesland oder der jeweilige ÖVP-Bund. Ja. Es gibt in der ÖVP sicherlich wesentlich bessere, qualifiziertere Persönlichkeiten, die einen Innenminister stellen könnten. Leider sind die nicht zum Zug gekommen. Und das Ergebnis ist diese Unsicherheitslage, wo nun billige Parteipolitik 5 Wochen vor der Nationalratswahl gemacht wird. Noch einmal, der Herr Kahner war Sekretär des Herrn Innenminister Ernst Strasser. Er soll sich einmal fragen, was er denn alles von Ernst Strasser gelernt hat. Und dann vor seinen Richter treten und einmal sich überlegen, wie schmutzig seine Hände sind. Lieber Gerald, wenn wir jetzt zu den Hauptverdächtigen nochmal gehen, das ist vor allem Bären A, oder? Der 19-Jährige, hat man schon von Tagen vermeldet bekommen, naja, so eine hohe Strafe kann es gar nicht werden, weil er ist ja erst 19. Was sagst du dazu, wenn man das jetzt eigentlich schon wieder liest? Was muss denn bitte mit so Leuten geschehen, wo man schon weiß, was die eigentlich planen, die sich dem IS mehr oder weniger einen Treueschwur da geben und Co.? Was rennt hier falsch? Naja, einiges. Denn dieser Herr Bären A, für ihn gilt die Unschuldsvermutung, wird möglicherweise bestenfalls 5 bis 6 Jahre bekommen. Dann ist er 25. Nach 5 Jahren oder 6 Jahren österreichische Justizvollzugsanstalt kann man nicht glauben, dass dann noch eine friedfertige Taube die Justizvollzugsanstalt Gerersdorf verlässt. Ganz im Gegenteil, er wird sich halt weiter radikalisieren, heute in den Justizvollzugsanstalten. Denn auch dort radikalisieren sich Menschen, weil Frau Justizministerin Sadic gänzlich versagt. Stichwort geringe Personalsituation in den Justizvollzugsanstalten. Das heißt, er wird dann mit 25, 26, 27 heute wieder den nächsten Anlauf probieren. Es gibt im österreichischen Gesetz im Übrigen einen Passus, wann man die Staatsbürgerschaft aberkennt. Und das ist, wenn man sich einer fremden Armee anschließt oder sich einer terroristischen Vereinigung anschließt. Und nachdem er den Schwur auf den IS geleistet hat und dieses Video offenbar im Besitz der österreichischen Exekutivbehörden ist, würde ich einmal vorschlagen, dass zeitgleich mit seiner justiziellen Abhandlung auch das Aberkennungsverfahren der Staatsbürgerschaft eingeleitet wird. Und dann wird man ihn dorthin überstellen, wo er sich wohler fühlt, nämlich beim IS, der kommt in Syrien vor, und man schickt ihn in einen Buckel, portofrei dem IS. Dort kann er dann kämpfen, überhaupt kein Problem. Aber dafür ist er der kleine Junge dann zu feig. Also auf jeden Fall mehr als dramatisch. Abschließend noch, lieber Gerald, heute auch ein großes Thema natürlich das Frequency Festival. Jetzt natürlich noch mehr in aller Munde. Was soll man ändern? Ein Sicherheitskonzept wird jetzt vorgestellt. Ja, was bräuchte es denn jetzt? Du hast es eh schon angesprochen, man müsste das ganz anders mal angehen, oder die Thematik? Also ich war auch einmal 18, 19 Jahre, bin auf unterschiedliche Festivals gegangen und bin sehr dankbar, dass ich einer privilegierten Generation angehört habe, wo man nicht mit mulmigem Gefühl ein Stück des Kuchens der Freiheit genießen konnte. Es ist in Wahrheit entsetzlich, dass mittlerweile junge Menschen sich in dem Land fragen müssen, ob sie bei Veranstaltungen sicher sind. Das ist der Fluch einer falschen Migrationspolitik und das ist sehr traurig. Aus lauter Toleranz haben wir in Wahrheit Menschen hereingelassen, die mit unserer Toleranz nicht umgehen, auch nicht umgehen wollen. Nun verlieren wir ein Stück für Stück jeden Tag Freiheit. Das ist für einen freiheitlichen, einen liberalen Rechtsstaat in Wahrheit ein Schandstück per excellence. Das ist für ganz Europa ein Schandstück, denn wir sind ja hier in diesem Lemmingstrend, in den Abgrund, in dem Lemmingsgang nicht alleine. Die Deutschen sind ja die gleichen Idioten wie wir.